Unterwegs ist alles und jeder. Damit das allerdings funktioniert, bedarf es einer guten Organisation und eine Menge Wissen. Deshalb kann man Verkehr auch studieren. Die Ostfalia Hochschule in Salzgitter bietet 7 verschiedene Studiengänge im Bereich Verkehr und Logistik an. Verkehr und Logistik sind 2 Sachen, die es schon immer gegeben hat, fast, und die es auch immer geben wird. Es wird also immer was aktuell sein und es wird sich immer lohnen, das zu studieren. Das wissen auch die Studenten. Sie sind begeistert von ihrem Studium. Mein Studiengang ist sehr interessant und abwechslungsreich. Innovativ. Vorausschauend. Mobil. Praxisnah. Persönlich. Bewegend. Facettenreich. Zukunftsorientiert. Die Studenten haben nicht nur erfolgsversprechende Aussichten auf dem Arbeitsmarkt, sie lernen auch bereits während des Studiums, wie Verkehr in der Praxis funktioniert. Beim Planspiel Airline-Simulation lernen sie spielerisch die Aufgaben einer Airline kennen. Dabei werden sie vor verschiedene Herausforderungen gestellt. Also das Ziel des Airline-Projektes ist eigentlich, dass man gut kommunizieren kann auf jeden Fall, dass man sich mit neuen Herausforderungen auseinandersetzt, Zeitmanagement hat und wirklich auch, wenn man vor Schwierigkeiten steht, dass man sich intensiv damit beschäftigt, man miteinander redet und irgendwo Lösungen findet und die gut umsetzt. Das Planspiel wird insgesamt mit 3 Gruppen gespielt. Also jede Gruppe repräsentiert eine Fluggesellschaft. In einzelnen Perioden passieren unterschiedliche Ereignisse. Wir haben zum Beispiel Währungsveränderungen, aber auch Kerosinpreisveränderungen. Und auf diese Veränderungen müssen die Fluggesellschaften dann relativ schnell jeweils reagieren. Wir haben 5 gegebene Routen, die müssen wir so planen, dass wir wirtschaftlich arbeiten. Müssen unsere Flotte planen, unser Personal planen, unsere Kosten so einteilen, dass wir nicht ins Minus gehen. Sie schaffen es hier, uns so nah wie möglich ranzuführen, wie es halt mit so Projekten möglich ist. Praktisch geht es auch bei der Lärmmessung zu. Die Hochschule hat speziell für Verkehr- und Logistikstudenten ein weiteres praxisnahes Tool aufgebaut. Was wir hier machen, ist eine praktische Messung, ein direkter Vergleich zwischen der Theorie und der Praxis. Die Lärmmessung, finde ich, ist einfach eine ganz gute Aktion gewesen, um einfach auch so ein bisschen in die Verkehrsökologie reinzukommen, dass man sich selber halt die Informationen erarbeitet, mit denen man dann halt auch später dann noch weiterarbeitet. Und ja, grundsätzlich halt auch ganz schön, dass man mal ein bisschen aus der Uni rauskommt. Ostfalia-Studenten bewegen sich aber nicht nur in der Nähe ihres Campus. Es werden auch zahlreiche Exkursionen angeboten. Bei der Studienfahrt nach Dresden geht es beispielsweise um alte und neue Verkehrsmittel. Die Studenten kriegen mal einen Einblick in die Praxis, sehen nicht immer nur die Vorlesungsräume, sondern sehen, wie Fachleute wirklich in der Praxis die Aufgaben ausführen, die sie vielleicht später auch mal ausführen. Und sehen vielleicht auch Unternehmen wie Volkswagen, wie die das jetzt lösen wollen, also auch unterschiedliche Einblicke in diese Branche. Bei VW geht es hauptsächlich um Elektromobilität. Aber nicht nur theoretisch. Die Studenten dürfen auch selbst ans Steuer. Für einige das erste Mal in einem Elektroauto. Also ich persönlich fand die Probefahrt echt interessant, weil ich bin noch nie mit einem Elektroauto gefahren. War ein ganz anderes Fahrgefühl. Ja, es ist interessant, auch mal das, was man in den Vorlesungen hört, selber auszuprobieren. Und ja, dadurch, dass man nichts hört, weiß man auch nicht so genau, wie schnell man ist. Das heißt, man entwickelt doch einen starken Bleifuß. Auch auf dem Campus in Salzgitter sind schon vereinzelt Studenten und Lehrende von der Elektromobilität überzeugt. Deshalb haben sie sich auch privat ein Elektroauto angeschafft. 2010 wurde dafür die erste Ladesäule auf dem Hochschulgelände installiert. Die Elektromobilität als Thema fließt auf jeden Fall in die Lehre mit ein. Wir haben auch inzwischen ein Wahlpflichtfach Elektromobilität, was Herr Professor Strube am Standort unterrichtet. Und insofern werden die Studierenden mit diesem Thema recht frühzeitig, mit diesem innovativen Thema, sehr frühzeitig konfrontiert und müssen sich damit auseinandersetzen. Bei einem weiteren Projekt auf der spanischen Insel Mallorca untersucht ein Projektteam, wie E-Mobilität auf einer touristischen, aber vor allem relativ kleinen Insel funktionieren könnte. Um diese Untersuchung weiter zu vertiefen, ist nun auch eine Kooperation zwischen der Ostfalia und der Universität in Palma in Planung. Die 3 großen Trends, Digitalisierung, Urbanisierung und Elektrifizierung, sind Thema unserer Forschung. Genau diese Erkenntnisse übernehmen wir dann aktuell in die Lehre.
in vielen Studiengängen, sei es Standort- und Regionalmanagement, aber auch den Verkehrs- und Logistikstudiengängen, gibt es Wahlpflichtfächer. Darüber hinaus auch noch ein Schwerpunktmodul zum Thema Elektromobilität, in der wir aktuelle Ergebnisse präsentieren. Externe Experten diskutieren in Salzgitter gemeinsam mit Studenten. In der jährlichen Veranstaltung Forum Mobilität ging es zuletzt beispielsweise um Dienstleistungsmarketing am Beispiel der Verkehrsbranche. Unser Ziel ist es, den Studierenden einen Einblick zu geben in die Praxis. Das Forum richtet sich zum einen natürlich an die Studierenden in den entsprechenden Studiengängen, aber es richtet sich auch an Praktiker, die sich mit der Materie eben auch auseinandersetzen müssen. Und gerade das Thema Dienstleistungsmarketing ist bei logistischen Dienstleistern und im öffentlichen Personennahverkehr natürlich ein interessantes Thema, das auch auf die veränderte Marktsituation eingeht. Eine duale Form des Studiums bietet der Studiengang Logistik im Praxisverbund. Ein Teil davon findet im Hörsaal statt, der andere im Unternehmen. Also am Anfang wollte ich eigentlich nur allgemein BWL studieren, aber habe mich dann dazu entschlossen, doch Logistik zu studieren, einfach aus dem Grund, weil ich spannend fand, dass, wie das funktioniert, dass das richtige Gut zur richtigen Zeit am richtigen Ort und so weiter ist. Und da diese Herausforderung hat mich einfach gefallen. Also das Studium läuft so, dass man die ersten 3 Semester normal studiert und dann quasi ein Jahr von dem Studium komplett Pause hat und dann wirklich in die Berufsschule geht und seine Ausbildung in einem Dreivierteljahr ungefähr macht. Dann belegt man auch die Abschlussprüfung vor der IHK. Also ich habe dann jetzt schon die Ausbildung zur Kauffrau für Speditions- und Logistikdienstleistungen und studiere dann weiter, quasi die letzten Semester. Die Übernahmechancen, wenn man bei uns studiert hat, in eine Einstellung zu kommen direkt nach dem Studium, sind sehr, sehr gut. Bei unseren Absolventen ist es häufig auch so, dass die zwischen mehreren Angeboten auswählen können.